aber doch. Zu zweit. Zu dritt. Mach hinne, lauf schneller. Obsure, sag doch noch mehr. Deine Gedanken. Ja, ich mache hier gerade Pfeifgeräusche oder Windgeräusche, wie auch man das nennen möchte. Och, jetzt lauf doch einfach. Ist das der Thronsaal? Oder ist da oben der Thronsaal? Oder ist hier der Thronsaal? Ist der Ausgang. Das finde ich ein bisschen doof gemacht, wenn man Leute verfolgen muss und die einfach nur so ganz normal laufen. Das sieht dann so Länge gezogen aus. Ja, da fällt es da rein. Danke. Kannst aber durch. Bitte gebt euch schön in die Halle. Sesam, öffne dich. Oh, ein langer Gang. Bin ich ja mal gespannt.待たせたな、どうしよう。遠慮なくかけたまえ。毒でも入ってそうだ。心配無用。毒など入っていない。我々は君とお近づきになりたいのだよ。紹介しよう。こちらは軍を統括するマティア軍機大臣、ハイランドの法を司るシモン律令博士、 最高位の聖職者ナタエル大司教、そして王の保筆たる内務卿バルトロだ。スレイです。招待してくれてありがとう。俺も話をしたかったんだ。おい、素直に信じすぎ。 それとも単なる愚か者か。おいしいな。アリーシャも一緒ならもっとよかったけど。どういう関係なのだね、アリーシャ殿下とは。友達だよ。俺を外の世界にいざなってくれた。建前はいい。腹を割って話そうじゃないか。スレイさんとアリーシャさんがお互いを利用して何か企んでるのだろうと言っているのですが。 アリーシャを利用なんてしないし、同志はそういう存在じゃない。さて、本物の同志など見たことはないのでな。疑われてるね、当然だけど。いいよ、信じられないなら。よくはない。王族が偽同志を使って人気取りをしたとなれば致命的な醜聞だ。脅迫か。 証明すればいいのか。本物の同志だって。本物かどうかなどどうでもいい。問題は国民が君を支持し始めている事実だ。民というものは常に劇的な救済を求め、安易に欲望を託すからな。確かに人々の過剰な期待には 歴代の同志も苦しんできました。民衆は誠に愚かで低俗。非常に残念だが、これは事実なのだ。しかしだからこそ君の存在が有効となる。俺が？なんで？単刀直入に言おう。我々の配下に入れ。同志スレイ。 ハイランドを守護する同志として国民の士気を高揚させてもらいたいな。近年災害が続いたせいか、国民に衛生感が広まって困ってるのだよ。まったく愚民どもが、ローランスとの海戦も近いというのに。もちろん十分な礼はする。マイキンだ。 聞くところによると、君は遺跡に興味を持っているそうだな。
我らの仲間になるなら遺跡探索や記録収集に十分な便宜を図ろうじゃないか。アリーシャ姫に義理立てしても無意味だぞ。かの姫は疫病の町マーリンドにさせんされるのだからな。アリーシャが疫病の町？強情な騎士姫もあの町で苦労すれば 身の程を思い知るでしょう。もっとも本人が疫病にかかればその後悔も役には立たぬでしょうが。<笑><笑>そういうわけだ。考えるまでもあるまい。断るよ。残念だが話して分かる人たちじゃなかった。むしろ良かったよ。 偽同士不正が後悔するぞ。アリーシャともども潰してくれる。待て。一体どういうことだ。王宮内に武装兵団を配するとは。これはバルトロ様の命で。スレイをどうする気だ。バルトロ卿、兵を引かせろ。王宮の見学は済んだよ。 行こう、アリーシャ。自分の夢は自分で叶えるよ。俺もアリーシャも。ああ、もちろんだ。民を惑わすイカ様同士を成敗いたします。下がらないと怪我をしますぞ。オッケー。これ schon frei laufen, aber er laufen ist schon frei. Oh, das noch, die sind da viel zu easy. Bloße Menschen. Puh. Oh, da kommen neue. Nicht nur ein paar. Ich bin gewohnt, das Freilaufen zu drücken momentan noch. Easy peasy. Jetzt war ich sogar ein bisschen ruhig wieder. Ach mal, wenn ich falle, bin ich so ruhig. バルトロ卿、今の騒ぎは忘れる。その代わりもう二度と同志スレイに手出ししないでもらいたい。 バカな、放置したら国の治安が。いや、こんなものをローランスに利用されでもしたら。国より自分の心配をした方がいい。あんたたちは風の骨暗殺ギルド。そう、こいつは我らをたばかる 姫殿下の暗殺を依頼した。バルトロ大臣がアリーシャを殺そうとしたっていうのか。何をバカな。決まったか。殺すか。やめろ。頼む。やめてくれ。ハイランドに必要なものなのだ。<笑>噂通りね。よく聞け、バルトロ卿、我らは狂人に反する殺しはしない。侮るな。 なぜ。大丈夫、殺してないよ。変わった暗殺者だね。王宮にまで忍び込むなんてね。出会い、クセ者だ。やばいぞ、つい。お前たちのおかげで仕事が一手で済んだ。返礼だ、ついてこい。OK。 Weiter? Wir können uns ja noch reden. Die Melodie ist gerade irgendwie cool. Oh, und Speicherpunkt. So. Wir könnten sogar zwischen Herrschaft Landes und könnten uns. Ah, okay, es ist zwischenzeitlich möglich. Okay, finde ich aber gut. Finde ich gut.
So, dann laufen wir hier gleich mal weiter. Und die wollen uns wirklich nicht gehen lassen. Das stimmt. Aber wenn sie nicht anders wollten, würde ich das tun. Aber wir rennen lieber nur weg. Und die können ja nichts dafür, die bräuchten nur ihren Befehlen. Und können wir jetzt überall rein? Cool. Haben wir was Besonderes? Nö. Nö. Aber interessanterweise laufen wir jetzt dahin, wo wir am Anfang mal lang wollten, aber nicht durften. Gibt's hier noch eine Tür? Wer weiß, wenn wir das nächste Mal ins Schloss kommen oder hier reinkommen. Aber ich meine, hier gibt's nichts, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut. Laufen wir jetzt durch den Keller oder was? So, nehmen wir erstmal Rosmarin mit. Die will ich auch den nächsten Mal einsetzen. Muss ein bisschen verteilen. Und ja, können wir jetzt das Ding hier auch benutzen? Ja. Ah, cool, ist noch nicht mal auf der Karte angezeigt. Ja, wer hätte das gedacht? Hier können wir auf jeden Fall wieder speichern. Wir können ziemlich oft speichern in letzter Zeit. So, dann. Ah, guck mal, die Helios werden angezeigt. Hier ist einer. War einer? Ja. Da. Das Und kämpft, bringt einen Rang, wenn wir uns am Seraph. Also im Grunde wäre das Ganze auch zu tun. Zack. Das ist dann der Rang da unten rechts wahrscheinlich. So, das sind anscheinend Weisheiten wie immer. Seelenkette. Futter einer hohen SK. Verringert die erlittenen Schaden. Vervielfachung des Effektpotenzials. Steigerung der SK Wiederherstellungsrate. Wäre gut, wenn du auf deinem Schlachtfeld ruhig sein solltest. Zum Beispiel, wenn du deine Kombo abgeschlossen hast und deine Gefährten ungefähr dafür. Okay. So. Hier steht schon wieder unser Turtles. Da sind wir nur ein Passant. Reich von Finster-Turtles. Ein neues Bernsteinschwert. Okay, das sind ziemlich viele Sachen. Ich wollte eigentlich alles kaufen, aber es ist halt ein bisschen teuer. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt oder nicht, das Schwert hier. Nimm es mal mit. Das ist natürlich viel drauf. Das Schleife auch. Die Tiare auch, dass er alles mal was stärker macht. Die Bernstein-Ohrringe könnten wir mitnehmen. Ein Feuerring, der macht jeden stärker, okay. Ansonsten, das haben wir schon. Dann nehmen wir das auch mit. Ja, 2000 ist glaube ich ganz okay. Und in Ordnung, ja. Ups. So, dann können wir doch gleich mal. Ups. Mann. Ah, nice. Also könnten wir das auf jeden Fall leveln und fusionieren später. Würde ich zumindest mal machen. So, dann haben wir hier neue Bernstein-Ohrringe. Die machen uns besser. Ja, dann nehmen wir sie doch mal. Dann haben wir noch einen Feuerring gekauft. Da könnten wir gucken, ob wir vielleicht die erste Reihe voll kriegen. Die würde mich mehr interessieren. Doch ganz gut aus. Wir können die Kampfschiff nutzen und das Schwert hat er jetzt nicht zufällig. Na, leider nicht.
da noch irgendwas dafür? Ne, doch hier. Jawohl. Dann werden unsere Werte nämlich alle um 20 erhöht. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Waffe nicht. Hier, Waffe habe ich noch gekauft. So, machen wir es gleich mal drauf. Das wäre doof. Da wäre mehr Rüstung. Das finde ich gut. So. Ja, ein bisschen Magie ist immer gut. Da kriegt jetzt aber leider nichts voll, was ich schade finde. Oder doch, hier kriegt er das voll. Da würde ich ihn hier doch gerade die Bärenschnittschügel geben. So. Mhm. Lass es jetzt fürs Erste mal ein bisschen weiter zocken. So, Trank des Lebens. Da speichern wir mal kurz, weil ich jetzt ein bisschen was geändert habe. So. Ja, wir kriegen auch keinen Schaden. Finde ich gut. Obwohl die gegen drei ran müssen. Gott, machen wir Schaden gerade. Insgesamt gefällt mir sehr gut. So, was sagt die Karte, dass wir ganz da oben hin müssen? Das heißt, wir werden hier erstmal erkunden. Ja, keine Panik. Die Hymnenschleife. Okay. Das ist für Alicia. Was macht die denn? Erdangriffskraft hoch, okay. Und Kumus Normalzustand plus 1. Die macht uns eigentlich viel besser, also. Also angriffstechnisch, hey, macht man Platz und dich macht man fertig. Ich wechsle gerade noch. Wie heißt das? Spiele ich schon eine Stunde gerade am Stück und wechsle gerade noch die Tasten. Ach, Miku hat nicht mehr SK von 4. Das habe ich in irgendetwas weggenommen. Aber nun gut. Passiert. Wir kriegen ja später noch mehr SK. Irgendwie. Vermute ich mal. Sonst wenn die ganzen Mystic Arts ja schwach sind. Oh yeah. Eisenkraut. Das sind anscheinend, weiß ich, ja, wie immer. Kraftpunkte. Ja. Normalzustand werden die Herstellungseffekte bestimmter Fertigkeiten gespeichert. Hellblauer Teil der Kapierzeige. Im Moment der Aromatisierung wird dieser Vorrat sofort in Kapierung gewandelt. Es ist nützlich, für die Herstellungseffekte im Normalzustand zu speichern und zu aromatisieren, wenn du sie dringend brauchst. Das ist eine grundlegende Taktik, die jeder braucht, um zu überleben. Interessant. Hey. Doppelstrom. Ich hab keine SK, komm runter. Da ist ja nichts passiert. So. Zack. Seitenmontur erhalten? Die ist doch ziemlich neu. Zeig mal her. Ausrüstung, wer kann die denn tragen? Alicia kann sie tragen. Oh. Und sie könnte sie tragen. Und ich würde es, glaube ich, auch der Layla geben. Beziehungsweise. Ah. Ne, doch, der Alicia. Und ich versuche so ein bisschen auf Rüstung zu trimmen. So eine Art Tank. Oh. Layla soll so ein bisschen Magie wirken können. Arr. Ich hab' Barrierriss drauf.
Ja, wir sind gerade nicht passiert. Was ist noch? Pumperblasen. Kalzinstiefel. Hey, hier kann man echt gut trainieren. Ich glaube, hier bleibe ich. Also, Ausrüstung farmen. Also, hier kriegst du neue Ausrüstungs... Oh. Immer her mit. Das war jetzt richtig gut. Elfenkrone. Ich weiß, ich ziemlich oft rein. Aber hatte ich das zu Ray nicht dann Stiefel an, die ziemlich gut waren für jemanden? Was war das? Das war ein Kampfstiefel, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir eine Elfenkrone. Warum nicht? Ah, da haben wir. Fehlt uns wieder das Lichtteil, sage ich mal. Das Neutrale. Ach, schrei nicht rum. Wir machen erstmal jetzt. Oh Gott, was ist denn das? Widerstand schwächt. Ja, wenn man sieht, glaube ich, am Anfang noch zu seltsam rum. Zack. Mit Angriff habe ich noch nie. Ich glaube, ich vergesse mal jetzt Kamera ein bisschen aufladen zu lassen. Geht doch. Kein Item gedroppt? Was war das? Und was? Hier ist auch kein Item drin. Und hier nochmal gucken, was die hier an. Gott sagt. Galt. So weiter. So. Das war jetzt ein schneller Fall. Wir kriegen 126 Galt und 20 Erfahrungspunkte. Okay. Ich finde schade, dass man nicht wirklich sieht, wie viel Erfahrungsnummer man braucht. Ah doch. Ja gut, sind halt 10. Ah, ich finde es eigentlich sehr schön, wie man es hier so sieht. Dass man gucken kann, welche Parameter jeder einzelne hat und wie dann der Gruppenschnitt ist. Sie ist ziemlich durchschnittlich. Das finde ich schön. Dadurch kann man richtig gut seine Gruppe optimieren. So, wie schaut's denn aus? Was? Damit habe ich jetzt halt gar nicht gerechnet. Was haben wir denn hier? Wieder steht es. Okay, sehr viel gegen körperlich. Hat falsch angefragt. Wollte. So. Also die kleinen Fische hier platt machen. Ey. Oh, jetzt hört auf, euch zu schwimmen. Bewegen, danke. Oh, was ist denn mit Miklio los? Objekte. Na halt. Halt, Trank des Lebens. Zack, genau. Das war kurz wieder SK zusammen. SK, entschuldigt. Wie soll ich denn? Dann sehe ich, wie der anfängt zu. Oh. Oh Gott sei Dank.
So, was? Entschuldigung für die Lautstärke, aber was? Oh, cool, man kann direkt nochmal machen. Ne, wir lassen es natürlich auch schwer. Was sehen wir denn aus? So. Jetzt wollte ich gerade wieder. Aber die macht schon gut Schaden. Warum? Jawoll. Ach, es ist wieder hier. Die macht Schaden ohne Ende. Und die lacht doch. Ey, so viel kann ich doch gar nicht heilen. So, wie lange dauert das noch? Trank des Lebens. Gerade so. Safe, böse Mann. Nikleo bleibt weg. Ich dachte, ich muss nochmal einstellen, dass Mikio vielleicht nur noch Artis macht. Du nimmst mal einen Apfelgummi. Und du gibst Mikio jetzt auch mal schnell einen Apfelgummi. Jesus, es ist einfach. Wieso hat er sich so schnell aufgeladen, der Angriff? Verstehe ich nicht. Trank des Lebens. So, Objekt. Trank des Lebens. Nochmal Objekt. Fischer. Oh. Och. Ach, das hat's ja komplett abgewehrt. Nicht schlecht. Oh oh, oh oh. Kann ich weglaufen. Ich seh nix. Ja, ich seh nix. Dann kann ich. Hallo! Danke! Geht doch. Mann. Aber schon schade, ich habe die beiden jetzt keine Erfahrungspunkte erhalten. Das gefällt mir nicht gar nicht. Oh,
そうか。何？多分ここ聖剣の遺跡とつながってるよ。食材も建築も同じ様式か。言われてみればそこはかとなく懐かしい。同じ時代にあったこれだけの水路を別々に運用するはずがないよ。聖剣の遺跡まで行けば外に出られるな。レディレイクは巨大な地下遺跡の上に建てられた町だったんだな。嬉しそうに笑うんだな、こんな時でも。変かな。どんな時でも俺は俺だし。なるほど、その通りだね。甘やかすなよアリーシャ。スレイは自覚すべきなんだから、自分が変だって。そんな変人に付き合う人もかなり変だと思いますけど。鏡見たら。まあなんて可憐な乙女。こんな仲間に変って言われたくないよ。ザック、オッケー。ちょっと素敵でしたね。体勢を整えましょう。Wir laufen jetzt erstmal ein bisschen. Warte. Warte, dann war das rückwegstechnisch richtig, denn ich wollte zurückgehen, speichern und dann ausmachen, um ehrlich zu sein. Wollte hinten gleich mal einkaufen und dann würde ich hier ein bisschen trainieren. Wahrscheinlich. Die Tage. Und Items erfarmen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Denn der Boss, der war mir dann doch zu knapp. Wir den fertig gemacht haben. Servus. Kaufen. Ach, das ist ja auch so teuer. Ja, kaufen wir zwei erstmal. Vielleicht finden wir ein paar. So. Speichern. Den hier. Und vielleicht hat auch gar nichts geklappt, wenn ich jetzt 2 Stunden umsonst aufgenommen. Das wäre ja auch etwas schade. Aber nun gut, dann sage ich mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. 2 Stunden ist übertrieben. 1 Stunde. Ich habe erst 1 Stunde aufgenommen. Aber ich bin auch mittlerweile echt fertig. Bin müde und so weiter und so fort. Also, ja, ich weiß, ich mache hier eine richtige Ansage. Deswegen sage ich einfach gleich Tschüss im Endcard, wie immer. Und damit sind wir schon in der Endcard. Hätte das gedacht? Tja, also, der Bossfight war schon ein bisschen hart, muss ich schon sagen. Das war das Bossfight, der stärkere Fight. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, wie schwer das doch ist. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das jetzt auf schwer lassen, aber das werden wir ja noch herausfinden. Und ich kam bis jetzt noch nicht zum Spielen, deswegen ist dieser Part auch ein bisschen länger, da ich den nicht halbieren wollte, weil ich im nächsten Part nichts hätte oder so. Und deswegen kommt morgen wahrscheinlich nichts. Dafür habe ich jetzt die letzten Tage oder ja, 1-2 Tage zumindest an dem Kanaltrailer gearbeitet, der für dich sogar richtig gut geworden ist. Aber das könnt ihr euch noch selber angucken, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet. Auf jeden Fall sage ich mal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns zum nächsten Part wieder, der höchstwahrscheinlich auch Montag kommen wird. Bis dorthin. Tschüdelü.